Nicht echt, aber weißt du, der Fisch muss gelandet werden. Scheiße! Der Fisch muss gelandet werden. Es ist einfach scheiße heiß. Das war mal ein halber Babybell. Vorher, nachher. Completely fried chicken in 2, 1, 0. Geh weg, geh weg, geh weg! Au, nach dem Aufwachen brauche ich nicht viel, sondern nur mein Runtime Liquid Meal. Erster Link in der Beschreibung. Meine lieben Freunde, ich kann dir ganz kurz erklären, was wir haben hier. Heute kredenzen wir uns eine. Also heute machen wir mit ganz viel Öl machen wir heute eine Frittes-Tag. Wir frittieren heute alles. Alles, was man so frittieren kann, von die Fisch bis zu die Nicht-Fisch, von die. Egal. Einmal haben wir hier komplett Huhn. Kann man so ein ganzes Hühnchen einfach frittieren? Wie kriegst du heute raus? Ein Burger. Kann man den einfach so frittieren? Kartoffeln? Klar, Pommes. Aber ich will trotzdem probieren, so eine ganze Kartoffel einfach frittieren, sind halt die Mega-Pommes. Wir lassen die Schale dran, oder? Ja, ja, klar. Schale lassen wir dran. Hier so einen kompletten Babybell. Banane, Brokkoli, Käse, Scampis. Übrigens, hier wäre noch eine Schale gewesen, sehe ich gerade. Mensch, ist ja doof. Weil die Augen hier, Augen. Heute gibt's Augen. Echte tasmanische Känguru-Augen. Wieso frittiert man Gewürzgurken, Conny, wieso denn nicht? Das ist ja der Punkt, warum wir heute hier sind. Kann man überhaupt frittiert, also Gewürzgurken hier, kann man die frittieren? Schmeckt das? Schmeckt das? Oder hier, sauer eingelegter Hering, kann man den frittieren? Oder einfach so eine Wurst? Aber, Leute, als wenn das noch nicht schon genug wäre, ist natürlich die viel größere Frage. So ein Schokoriegel, ja? Ich habe hier mal so drei zur Auswahl. Und natürlich auch als Konkurrent den guten Megabyte. Aber nicht einfach nur so ins Feuer, ins Feuer, in die Fritteuse. Nein, Leute, ich habe natürlich vorher mir Gedanken gemacht und habe einen richtig schönen Teig angerührt. Schmacko, Fatso. Alter, da geht doch das Herz auf. So ein richtiger Teig. Und da kommt dann halt auch so der Schokoriegel rein. Ne? Da kann man auch mal so einen Pilz reinhauen. Oder? Das ist halt die große Frage, ob das funktioniert. Aber was ist das Wichtigste dabei, Chris? Das Feuer? Ne, das Öl? Wir brauchen das Öl. Okay, ich fange an. Ready? Ja. Oh, ich dachte, da geht mehr rein. Ach krass, das ist schon voll, ne? Ja, ist schon voll. Ja, und da der ja auch ein bisschen schief steht und wir noch was reinpacken, würde ich sagen, wir lassen es auch so, weil das Hühnchen das so, ja. Verdrängt ja auch noch ein bisschen was, weißt du? Man kann ja immer noch nachkippen. Ja, ich würde den Kleinen trotzdem vorbereiten, um mal so zwischenzeitlich zu Ich würde dir sagen, dass das schon fast zu viel ist, ey. Das ist zu viel? Ja. Weil guck mal, das Hähnchen, wenn das Hähnchen jetzt da reinkommt im Ganzen, dann. Dann macht's blub. Könnte echt knapp werden. Komm, wir holen jetzt einfach irgendwas. Komm. Pass mal auf, durch den Frittierprozess kühlst du ja auch wieder das ab, das Öl. Ja. Wenn du jetzt da so eine Zwiebel reinhältst, dann ist das wieder kaltes Öl danach. Und wir brauchen Feuerlöscher-Emoji. Oh ja, das. Okay, also. Zwiebelring. In Teigmantel. In 3, 2, 1. Und was passiert da? Er blubbert zumindest vor sich hin. Er blubbert? Finde ich gut. Wie lange muss denn sowas drinnen bleiben? Ein Teller. Sagen wir mal, so fertig ist, ne? Bis die Farbe auch irgendwie passt. Soll ja so ein bisschen braun sein. Ist er, oder? Aber er wird langsam, ja. Gut, also ich würde ihn jetzt rausholen, weil ich glaube, die eine Seite ist schon... Hol ihn mal raus. Oh ja, hol ihn raus. Oh, guck mal. Muss man drehen. Ist jetzt schön. Eben mal drehen. Geisteskrank. Das ist richtig gut, Jo. Geisteskrank, Alter. Aber hier ist gerade richtig Feuer. Das hat sich schwierig, ne? Kann man uns beide mindestens 2 Tage von ernähren, ey, von dem Zwiebelring. Alter! Das sieht doch aus wie ein Zwiebelring, Alter! Geisteskrank! Okay, probieren. Guck mal. Richtig nice. Boah, Alter, geil. Ab heute immer, die Tiers. Alter, wenn wir mal kochen, dann probieren wir nur noch. Boah. Frittierte Cornflakes. Was als nächstes? Ich möchte einen Pilz haben. Warte. Oh. Mal aus dem Pilz, ja. Können auch so ein. Mit Teig oder ohne? Mach beides. Okay. Komm einfach rein. Wir haben ja einen großen Topf. Was noch? Wir sehen gerade hier. Brokkoli? Ja, hier. Ein Auge. Ein Scampi. Ja. Mit Teig oder ohne? Beides. Okay, wir machen mal jetzt ein Pendant. Okay, Achtung. Da mache ich erst die ohne irgendwas rein, ne? Mhm. Achtung. Abfahrt. Oh! Wow! Oh, oh! Wow! Look at this! Ich hab Angst. Ich hab Angst, ne? Ich hab richtig Angst gerade. Okay, Pilz! Und jetzt kann ich erst auftauen, die sind tiefgefroren.
Das nee, war nicht. Nämlich der Effekt gerade gewesen. Ach so. Ja, ja, gut. Ja, komm aber. Hier, so jetzt rin hier, ne? So, zack. Rin. Und rin. Achso, wie mach ich das jetzt? So, immer ein bisschen gewälzt hier. Oh, scheiße, ich finde ihn doch nie wieder. Oh, oh, oh. Das ist ja sehr viel Teig. Ja. Das ist nicht so einfach. Oh. Eine Frage mal in den Chat. Kann das Öl zu heiß sein? Achtung, nächstes Kappi hier. Whirlpool. Und jetzt der Pilz. Ich hab ein bisschen Angst. Ich auch. Okay, Pilz ist raus. Ich glaube, da kam irgendwie immer rein raus oder irgendwas. Aus dem Pilz? Geht da nicht. Oh, kommt alles so rum. Wann hat denn der Pilz noch rein, Junge? 2 Euro von was, die Grüße aus Bayern. Der Sound ist geisteskrank. Okay, ich würde jetzt mal sagen, was haben wir zuerst reingehauen? Ich muss die Scampis ohne haben wir zuerst reingehauen. Die Scampis ohne, also die normalen Scampis, weißt du? Wo sind die? Das hier? Ja, ja, ich glaube das. Das ist doch kein Scampi mehr. Was mit dem Pilz? Hol einfach raus. Das sieht alles gut aus. Ja, das ist super. Die sind ja auch relativ... Ach, drin. Du Scheiße. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Also die Scampis ohne Teigmantel reinzuhauen, bringt erstmal mal gar nichts. Ey, doch. Ey, krass. Oh, ich liebe Scampis, ne? Ey. Oh, die geil. Die waren gefroren. Geil. Oh. Ey, wie im Restaurant. Besser, Junge. Ja. Weil wir die gemacht haben. Guck mal, hier ist ein Pilz, der ist... Da brauchst du auch nichts dazu. Komm, du bist hier... Du bekommst den. Oh. Oh. Guck dir das an. Ich nehme den komischen... Ich nehme den Schrumpelkopf hier. Bei mir ist nur Teig gewesen. Pilz. Mushroom with Teig. Alter. Okay. Ich brauche mal eine neue Unterlage. Weil der ist auch fertig, oder hier? Ist der fertig? Der ist fertig? Der war auch fertig, ne? Der ist fertig, ja. Aber der ist ohne Teig, ne? Der sehe ich. Oh, guck mal. Also. Alter. Ne? Oh, das ist geil, ey. Ne, der hat noch gekonnt. Okay, also. Was war das? Eine Wurst? Eine Wurst. Komplett? Ja. Oder eine Hälfte? Wir können ja halb. Wir können ja einmal halb roh und halb mit Ding. Okay. Was war noch? Augen. Augen. Einmal mit, einmal ohne Teigmantel. Okay. Das ist richtig bescheuert, ey. Klar. Wurst im Teigmantel in 3, 2, daneben. Ach Mann. Wurst im Teigmantel. 3 Sekunden Regel, jetzt hol schnell, wir retten sie. Es ist halt auch übelst schwer, ne? Auge. Auge um Auge. Ich hab's nicht sonst oder geschrieben. Okay, ach so, okay. Ja, aber die kriege ich ja hier nicht. Da bleibt der Halt, der Mantel, der Teig, der bleibt nicht. Der Mantel. Ich krieg das Auge nicht gegriffen, Mann! Alter! Was machst du? Oh. Ja, was soll ich denn machen? Ich krieg's doch nicht bewegt. Alles gut, guck mal, läuft. Geht. Lieber Deckung, geht Deckung! From downtown, 3-Punkte-Wurf. Ich hab Angst, dass das gleich hochgeht. Alter, die Wurst sieht gut aus. Eine richtig gute Wurst. Kannibalisten-Chat. Auge mit Teig. Alter, oh! Okay, also Auge ist safe. Also ich will eine Zwiebel. Oha! Oh. Und die Wurst. Das ist wie auf dem Weihnachtsmarkt hier gerade. Aber auf so ein... auf so also Weihnachtsmarkt. Suicide-Weihnachtsmarkt. Alter, das darfst du keinem erzählen, ey. Guck dir mal den Keller an. Boah, ich bin zu hier. Fightated. Kannst du. Boah, okay. Nice. Geisteskrank. Ja, komm. Also da brauchen wir gar nichts zu sagen. Das weiß ich schon. Das sieht geil aus. Das wird wahrscheinlich auch geil schmecken. Stößchen. Mh. Mmh. Was machen wir jetzt damit? Na, essen. Kannst doch nicht in eine Stute stecken, ist doch heiß wie Sau. Soll ich mal aufschneiden? Ja. Ich glaube, dann zerfließt es. Oh ja. Ah, das ist Auge. Ah, oh, krass. Das sind übrigens von glücklichen Gummibärchen. Aber der Kern. Okay, ich probiere. Der Kern ist gut durch, wie bei so einem Ei. Ist doch nicht zu hart. Boah. Nimm mal. Aber ich sag dir eins, es ist süß. Sieht doch aus wie ein Ei, guck mal. Warten als nächstes. Ich bin für so eine saure Joke. Oh, eigentlich Schokoriegel. Haben wir noch einen? Schokoriegel. Aber da fangen wir mit einem Megabyte an, würde ich sagen. Wäre schon geil. Wollen wir einfach mal einen Käse frittieren?
Janssen? Den ganzen? Den ganzen Käse. Aber du weißt schon, das ist sehr viel Masse. Du musst den halt auch eine gewisse Zeit drin lassen, sonst ist das halt... Ja, aber ich habe Angst, dass der Teigmantel kalt. Halt verkackt, ne? Dass der dann halt einfach anbrennt. Wollen wir das nicht... Willst du das echt so reinpacken? Eine Hälfte machen? Ja, ich würde es immer kleiner machen, so. Also eine Hälfte. Ja. Dann mach erstmal den Schokorie hier, so, zack. Boah. Oh. Okay, Runtime frittiert. Oh. Oha. 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 Der kommt aber schnell, hoch. Ja. Verdammt! Ich kenne, weißt du, der Fisch muss gelandet werden. Scheiße! Der Fisch muss gelandet werden. Es ist einfach scheiße heiß. Junge, komm ich ran! Ready? Ja, ich bin immer ready. Ich wurde ready geboren. Oh. Ja, das Problem ist auch, dass es jetzt so heiß ist, das Öl, dass der Teigmantel sofort richtig schwarz wird. Ne? Ja, ist halt krass. Was ist denn eigentlich das hier? Was ist das, was hier passiert? Was ist das? Ich mein, das war noch eine Wurst von vorhin, glaube ich, oder? Nee, das ist eine Flöte. Was ist da drin? Nur Teig. Einfach nur Teig. Nein. Nur Teig. Ach, krass. Mit einem flüssigen Kern. Oh, geil. Quarkbällchen. Egal, es frittiert, schmeckt schon. Das ist wie ein Quarkbällchen. Oh. Okay. Schokoriegel. Ich glaube, das ist immer noch relativ hart in drin. Ja, ist es. Aber auch geschmolzen. Boah, du bist ja nicht so der Süße, ne? Nee, ich will nicht so viel davon. Aber zu probieren? Die Schokolade ist ey, ganz ehrlich, die Schokolade. Ja, das ist... Boah, ey, guck mal hier. Mh, oh. Mh. Ich weiß, dass es nicht deins ist, aber meins ist also genau das, was ich brauche. Das war mal ein halber Babybell. Warte mal. Vorher, nachher. Wir halten mal kurz still für den Thumbnail. Ja gut. Der Kochschreiber soll den Deckel auflassen. Warum? Dran stehen. Weil? Weil da regnet es doch jetzt rein. Hat schon seinen Grund, scheinbar. Na, mach mal. Also ganz ehrlich, dieser Teig. Ja, aber guck mal, die haben schon recht mit dem Burger. Der Käse läuft sofort weg. Ach so, wollen wir den Teigmantel machen, den Burger? Ja, müssen wir ja irgendwie, ja. Das ist schon geil mit dem Käse, ne? Ja. Also das ist echt fancy. Ich meine, jetzt würde man sagen, das ist halt Brot. Aber nee. Aber es hat so einen gewissen Eigengeschmack irgendwie. Durch dieses Öl schmeckt es so. Nicht einfach nur nach Brot. Das hat fried makes the world greater. It's like ketchup, you know? It's cheese and fried. That's two words. Okay, ja, ready? Ja. Bist du ready? Bin ready. Okay, und? Alter. Ich weiß, ich habe das Gefühl, der ist noch zusammen, ne? Wie wird das denn? Ich muss raus. Mach hier, hier ist so nichts, ne? Ja. Ready? Hm. Ich hau mir natürlich genau das in die Fresse. Krass. Burger mit Gräten. Krass. Ja. Der absolute. Das ist ja so ein Billigburger, ne? Ja. Richtig lecker. Ich meine, ich esse die auch kalt, aber ey. Das ist natürlich eine andere Welt jetzt hier, ne? Aber der Käse ist ein bisschen zerflossen, ne? Ja, Mann! Boah, schrei doch nicht so. Alter. Sorry. Oder? Mm. Oder? Sag ehrlich, was ist das? Das ist doch, das ist eine Party. Ja. Gibt's noch Anmerkungen, Ideen? Ansonsten hau ich jetzt das Hühnchen rein. Das komplette. Ready? Ready for takeoff. Okay. It's a fried chicken here. Completely fried chicken in 2, 1, 0. Geh weg, geh weg, geh weg! Einfach ein komplettes Hähnchen frittiert. Weißt du, was der Vorteil ist? Es kann nicht anbrennen. Am Boden, mein ich. Wirklich ist aber mindestens 10 Minuten drin lassen. Wie viele? 10. 12. Fisch? Jetzt. Darauf habe ich mich auch schon gefreut. Auf frittierten Fisch. Aber lass den bitte mal ein bisschen länger drin. Bleiben. Ja, den lasse ich ein bisschen länger drin. Okay, ich schieb den einfach von oben rein, okay? Schieb ihn von oben bitte rein, ja. Das kann ja wieder raus. Brauchen wir ja nicht. Weil das verbrennt nämlich dann am Ende. Ist das auch so? Klar. Die haben irgendwo ein Lagerfeuer mit einem großen Topf und da schöpfen die sich immer Öl ab.
Alter! Was ist mit dem Fisch? Guck mal. Der ist komplett drin im Mantel, der Fisch. Ja. Completely. Oh, das ist meiner. Fischmeiner, sag ich gleich. Lass die beiden spielen, die machen das schon. Und ein Hühnchen. Banane im Teig. Boah. Ja. Das sieht doch so geil aus. Ich würde einmal drehen, okay? Mach mal. Unten ist doch wieder dunkler. Unten wird es dunkler sein. Boah. Ja. Der Sound gefällt mir gar nicht. Das war jetzt der Fehler. Da haben wir den Salat. Ja, mach mal seitlich erstmal. Ja. Mach mal erstmal seitlich. Geröstet. Ja, die andere Seite kann draußen bleiben. Ist nicht weiter schlimm. Ist nicht weiter schlimm. Also ganz ehrlich, kennt ihr jemanden, der schon mal in seiner eigenen Kaffeekanne frittiert hat? Nein, ich auch nicht. Ah, geil. Wenn du bereit bist, sag Bescheid, ich würde dann mal den Fisch rausholen. Glaub ich. Also ich weiß es noch nicht. Ready for Backfisch in 3, 2, 1. Ein bisschen aus dem Alien, ich bin ehrlich, ne? Das sieht ein bisschen aus wie. Alter, es sieht einfach krank aus, aber. Mal ohne Witz. In einer Kaffeekanne, Alter. In einer beschissenen, nein, in einer sehr guten Kaffeekanne von Petromax. Grüße gehen raus an Lisa. Ich habe mal einen Link in die Beschreibung gepackt, wenn ihr Bock habt, euch das mal anzugucken, auch die Schalen und das alles. Da muss ich einfach mal ein dickes, fettes Danke aussprechen an Petromax, dass die da einfach gesagt haben, ja, hier, Martin, für deine glorreichen Bildungsformate wie Woods Kitchen. Danke. So, und jetzt probieren wir mal den Fisch. Hähnchen, Fisch, wir hatten schon Pilze, wir hatten schon... Ei, ei, ei. Alufolie haben wir nicht da, mein. Doch, haben wir. Haben wir? Haben wir, Alufolie haben wir da. Wofür? Wir machen ja mit Blätterteig. Bist du bereit? Ja. Für wahrscheinlich das Geilste heute. Oh, guck mal, der Fisch ist komplett zergangen. Heiß, oder? Ist es heiß? Ja, es ist heiß. Erstmal ein bisschen am Käse nuckeln, ja. Ah nee, achso, ja. Oh, Alter. Hätte nicht gedacht, dass es so heiß ist. Da löst sich schon die Haut ab vom Gaumen. Und auch vom Scampi. Also, ich zeig's euch. Der Fisch ist komplett zerlaufen da drin, ne? Der ist fast nicht mehr auffindbar. Das Weiß ist kein Teig, sondern das ist der Fisch. Geil. Geschmacklich eine 1,5 plus 2, 13. Ist einfach verrückt, wie gut das schmeckt. Hier siehst du auch den Teig innen drin, schön fest. Boah. Soll ich ihm sagen, dass er einen Krümel am Mund hat? Nee, ne? Lass mal so. Lass mal stehen. Kann man Bismarck-Hering im Teigmantel in der Fritteuse machen? Hier der Beweis. Kann man. Geistern. Oh, Hähnchen. Guck mal, der Hahn macht den auch. Der schwarze Hahn. Schreibe den geschrieben. Der schwarze Hahn. Das ist zwischen schwarz unten. Ja, unten vielleicht. Vorsicht. Dreh den Luchs mal um. Oh, ist aber besser. Ey, ohne Scheiß, und wir haben uns Sorgen gemacht, dass wir das Fisch brauchen, um das Feuer heiß zu kriegen. Ja. Das wäre ja fatal geworden, wenn wir das immer weiter geheizt hätten. Das Huhn! Los. Soll ich rausholen? Ja, hol raus den Arm. Scheiße, das ist so heiß. Oh. Oh, geil. Oh. Ah, Scheiße. Ich muss den abtropfen lassen, weil der ist... Und ruf auf die Saft drinne. Alter, aussehen tut es ja, Alter, wie ein Hochgenuss. Aber ist das Ding auch durch? Haben wir ein großes Messer dafür? Also ein richtiges? Nee, nur das hier. Wir haben eine Axt. Ja! Ja! Bist du bereit, Chris? Bin bereit. Also abgekühlt müsstet ihr jetzt sein. Ich kann man das gleich spritzen, wenn du raus, aber. Ich würde jetzt gar nicht spritzen, ich würde jetzt schneiden. Ich würde jetzt so. Boah. Alter. Ich weiß nicht was, aber das Ding ist definitiv fertig. Komplett. Das war's komplett. Guck dir an, wie geisteskrank das aussieht. Wie gut das aussieht. Boah. Warte, wir machen den Test in der Brust. Das ist immer das, was immer eigentlich am längsten dauert. Da ist die Brust? Nee, das ist der Schenkel. Wo ist die Brust? Da, Titty. Da ist sie. Ha, ist das heiß. Ist das fertig oder ist das fertig? Sorry, aber das ist mehr als durch.
Oh! Ohne Scheiß, Chris, wir haben hier Großes getan. Das ist verrückt, wie gut das. Wie gut. Oh. Der Knochen löst sich ganz easy vom Fleisch. Geil, ja. Hier ist nichts mehr roh. Das ist alles. Und es ist nicht verbrannt. Ich will Einsen, Schätzchen. Und zwar so viele Einsen. Noch ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Ja, komm, kriegst auch ein Stück. So, kriegst auch ein Stück. Ist ja noch nicht gesalzen. Bisschen fettig, aber ansonsten geht's. Also ich will ja nichts sagen, aber... Bisschen kalt, ne? Ich glaube, das Öl ist kalt. Ah. Da blubbert nichts, da macht nichts. Hm. Schade. Schade. Puh, Junge. Dann möchte ich mich verabschieden, Freunde. Es war schön mit euch. Hat ultra viel Spaß gemacht. Das war für mich einer der aufregendsten Woods Kitchen Folgen überhaupt. Auf die nächste. Ich freue mich. Nächste Woche habe ich sogar wieder einen Gast bei mir. Wenn alles klappt, ich bekomme etwas für die Küche, was es einfach aufwertet. Ja, also es kommt etwas von jemandem, der kann gut mit Holz. Und der ist nächste Woche Gast bei mir. Hier in der Sendung, wenn es wieder heißt, hey, bei Woods Kitchen. Das war eine schlechte Abmod, aber ist scheißegal. Ich werde jetzt mein Hähnchen essen. Ich habe euch lieb. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Woods Kitchen. So, jetzt ist Schluss. Jetzt bin ich mich raus. Macht's gut und vielen lieben Dank. Hört ab. Kussi, kussi, kussi. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.